Jupp, Level Up für Boindal. Viele Erfahrungspunkte hat das jetzt nicht gebracht. War ja eigentlich auch nur ein kleiner Zwischenstopp. So. Ich speichere hier nochmal kurz und guck mal, was passiert, wenn ich da nach unten gehe. Dafür kann ich das hier ruhig überspeichern. Ja. Der ranzige Gestank des Waffenfetts der Orks dringt an eure Nasen. Es scheint, eine der Armeen, die euch seit Lord Ionans Stollen verfolgen, hat euch eingeholt. Boindil macht sich sofort zum Kampf bereit, doch Andokai gebietet euch, den Kampf zu vermeiden. Ja, die zweite Ork-Horde ist da unterwegs. Seit ihr mit Jerun und Andokai reist, hast du dem Ritter jeden Abend einen Teller mit Essen hingestellt. Trotzdem hat ihn noch keiner von euch essen gesehen. Du beschließt, heute besonders darauf zu achten, um zu sehen, was sich unter dem Helm befindet. Andokai sitzt nicht weit von dem Riesen entfernt und studiert die Bücher. Habt ihr schon etwas Nützliches entdeckt? Sie schaut zu dir auf. Denkst du, ich würde bleiben und kämpfen, wenn in den Büchern ein Zauber stünde, mit dem man Not-On vielleicht bezwingen kann? Euer Gott ist der Gott des Ausgleichs. Ihr müsstet es als eure Pflicht sehen, ein Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten herzustellen. Anstatt zu antworten, reibt Andokai sich die Augen und klappt die Bücher zu. Es ist zu dunkel zum Studieren. Wir sehen, was sich morgen ergibt. Missmutig blickst du der Maga hinterher, die zu ihrem Nachtlager geht. Dabei fällt dein Blick auf Jerun und den Teller zu seinen Füßen, auf dem sich kein Krümel Essen mehr befindet. Ja. Der Weg führt euch durch eine Schlucht, dessen steile Wände zum großen Teil aus lockerem Geröll bestehen. Ihr könntet vermutlich für einen Steinschlag sorgen, der den Weg für eure Verfolger blockieren würde, euch aber den Rückweg versperrt. Damit kommen wir klar, wir blockieren den Weg. Es dauert länger, als euch lieb ist, einen ausreichend großen Steinschlag auszulösen. Doch als sich der aufgewirbelte Staub verzogen hat, erkennt ihr, dass ihr für eure Mühen belohnt wurdet. Der Weg ist durch die Geröllmassen blockiert. Jo. Gegen Nachmittag, als die Sonne tief hängt, führt der Weg euch durch eine Schlucht. Ein Blick auf deine Karte lässt dich vermuten, dass ihr nahe Toboribor, dem Orkreich, seid. Vrakas, lass uns unversehrt. Etwa eine Meile weiter bleibt Boindil plötzlich stehen und schnüffelt. Riecht ihr das? Schweineschnauzen, eine ganze Menge! Gehen wir vorsichtig weiter. Vielleicht können wir ein paar von ihnen erledigen, bevor sie Alarm schlagen können. Ja, nächster Kampf. So. Statt Andokai nehme ich Jerun mit, weil der ist böse. Vor allem, weil er Horror kann. Und dem gebe ich den Gegenstand hier noch. Obwohl, ich gebe ihm mal den Heiltrank. Hatte ich nicht gerade Jerun ausgewählt? Oder habe ich es verpeilt? Wir müssen sie aufhalten. Was denn? Dann habe ich es wohl verpeilt. So, was kann sie? Verbrennung? Kettenblitz. Vielleicht bringt's was. Der hat leider nicht viel gebracht. Das ist Pech für dich. Ruhige Nächte. So, der Ork holt jetzt ein bisschen Verstärkung. Da ist Tungtil. Was ist? Boindal ist da. So höre meine Macht. Einer weniger.
So, ich hau den mal weg. Verschwendung. Was denn? Ja? Erledigt. Und jetzt? So, hauen die mal alle weg. Und ich hab nicht mal ernst. Der da hatte Steinschleuder übrigens. Was ist? Jetzt bin ich aber gespannt. Was war das eigentlich nochmal für Zauberexplosion? So, das war schon besser. Solche Kreatur, du! Ja? Das Schöne ist, Boindal hat jetzt ziemlich viele Aktionspunkte. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Zu einfach. Und ich wollte Tumblin ja eigentlich seine neue Fähigkeit geben. So, da kommt schon die nächste Orkwelle, inklusive eines Ogers. Hier kommt der Engels. Und jetzt? Wo ist der nächste? Aber klar. Wir müssen uns aber auf jeden Fall erstmal. Ah ja, genau, das Katapult, das hilft uns ein bisschen. Was denn? Vielleicht bringt's was. Wenn es sein muss. Zu einfach. Jetzt. Wo ist der nächste? Ja? Was denn? Umher, du. Ja, doch. Gleich. So, hau den Ogre um. Magie braucht ihre Zeit. Kettenblitz? Was ist? Und weiter. Ja. So gut wie erledigt. Da kommt schon der nächste Trupp. Wo ist der nächste? Einer weniger. Sehen wir uns mal ein bisschen zurück. Ja? Jetzt bin ich aber gespannt. Der Schuss ging ins Leere. Der Kettenblitz nicht. Und hat den Ogre wenigstens betäubt. So, der Ogre muss jetzt langsam mal weg. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Was? Oh, das ist Pech für dich. Und dann noch der da weg. Ja, ich glaube, Andokai kann sich selber heilen. Das ist ihr Vorteil. So, Tungdin bleibt mal zurück und heilt sich ein bisschen. Wobei, das scheint ja Andokai schon zu übernehmen. Vielleicht bringt's was. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So, jetzt weg mit den Katapulten. Ja, bin unterwegs. Hier kommt dein Ende. Und der nächste. So. Ja? Auf also gut. Tungdin ist auch wieder voll geheilt. Vielleicht bringt's was. Das Schluss wird damit. Wehtun. Boindil geht ein bisschen in den Berserker-Rausch, das ist dann auch okay. Umher, du! Also, so gut wie erledigt. So, das war das. Hi. Wenn es sein muss. Ja? Warum ist Boindil gelähmt? So gut wie erledigt, Kreatur. Ups. Und ich hab nicht mal ernst gemacht. Schluss damit! Tungdin, du kümmerst dich mal um die Bogenschützen. Ja? Oh. Bin unterwegs. Das hätte schief gehen können.
Der Ogre ist gefährlich. Den sollten wir schnell ausschalten. Ja, ja. Sofort. So. Einverstanden. Ja? Dann schnappen wir uns mal alle und müssen zum Rückzugsort. Wir sollten in die Höhlen und Stollen hinabsteigen. Da gibt es bestimmt noch mehr von denen. Wir haben aber keine Zeit. Wir sollten uns darauf konzentrieren, endlich die Festung Ogato zu erreichen, Boindil. Du ignorierst das beleidigte Gesicht deines Freundes und ihr macht euch auf, das Gebirge der Orks hinter euch zu lassen. Jo, Level Up für Andokai, Level Up für Jerun. Sie weg ihn hin, so. Oh, 95 ist bei Tungdil. Das hier verstehe ich nicht ganz, warum der ihre Beziehungen nur noch auf 10 runtergesackt sind. Außer das soll 100 sein. Also Maximum. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. So, die Orks, die brauchen jetzt eine Weile, um uns zu verfolgen. Hätte ich mehr Nahrung, würde ich einen langen Weg gehen. Aber ich gehe direkt auf die Oase zu. Ihr seht die Oase bereits aus einer Tagesreise Entfernung. Doch im Schimmer der Mittagssonne bist du dir nicht sicher, ob es sich nicht nur um eine Fata Morgana handelt. Doch die Zwillinge bestehen darauf, dass es hier ein Dorf gibt und die Aussicht auf ein Dach über dem Kopf für die Nacht treibt euch voran. Je näher ihr der Oase kommt, desto mehr beschleicht euch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Es ist zu still und ihr seht keinerlei Bewegung. Als ihr das Dorf betretet, bewahrheiten sich eure Befürchtungen. Eure Feinde waren bereits hier. Mhm. Das heißt, wir dürfen jetzt um die Oase kämpfen. Das ist eine Falle. Ich sage es euch. Wenn es das ist, werden wir es bald wissen. Da liegen auf jeden Fall Tote. Das ist eine Falle. Wir sollten... Willkommen in Tasknar. Ich bin sicher, die Einwohner würden euch auch begrüßen, wenn sie es denn noch könnten. Du erkennst den Alp sofort wieder. Du hast ihn mit den Ork-Anführern gesehen und er ist dir nach Grünhain im Traum erschienen. Oder nein, nicht im Traum. Sintoras! So treffen wir uns wieder, Tungdil. Wie hat dir meine Arbeit im Stollen gefallen? War doch ein netter Anfang, oder etwa nicht? Ein unheimliches Lächeln legt sich auf Sintoras Lippen. Wundervoll. Ich sehe den Hass in deinen Augen. Komm, hol dir deine Rache. Ja, dieses Mal stimmt die Aufstellung. Kampf starten. So habe ich wieder... Was denn? Ja? Habe ich wieder vergessen, Tungdil die Fähigkeit zu geben. Okay. Was ist? Ja? Da ist schon mal wieder einer am Durchdrehen.
Du machst mal ein bisschen Panik. Dann kommst du nämlich besser klar. Könntest du mal? Einer weniger. Schweineschnauzen einschalten, alles andere, was halt einschalten. Oh, das ist Pech für dich. Was ist? Bin unterwegs. Nein. Das hat leider Boindal erwischt. Weil ich gerade zu sehr damit beschäftigt war, mit Jerun zu spielen. Also versuchen wir das Ganze nochmal. Wir müssen uns halt hauptsächlich auf Sintoras konzentrieren. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Und das war's auch schon. Rückzug, zurück. Verdammt, warum kämpfst du gegen uns? Du bist der Sohn Samusins. Du solltest dich nicht mit diesen Unwürdigen abgeben. Ja. Ich hoffe, dass... Genug vom Kämpfen. Zeit, dass wir in eure Heimat kommen. Bevor wir ein kaltes Bier genießen können, stehen uns noch einige Tage in der Wüste bevor. Je länger wir reden, desto später kommen wir zu unserem Bier. Gehen wir. Jo. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht zu viel XP dadurch verloren, dass ich den Kampf so kurz beendet habe. Aber ich denke mal, man kriegt sowieso immer gleiche XP für den Kampf. Ja, Level Up für Tungdeal und Boindeal. Deal, Dahl. Ja. So, jetzt stelle ich aber gleich mal bei Tungdeal um. Und zwar nehme ich den Schmiedearm weg. Und füge das hier hinzu. Und ja, ich denke mal, das soll wirklich jetzt 100 sein, nicht nur 10. Gut. Wir haben einen Haufen Geld, wenig Essen. Also bewegen wir uns noch wenigstens dorthin. Und ja, die Ork-Horde ist verschwunden, weil wir sie gerade die Flucht geschlagen haben. Gut. Seit Tagen zieht ihr durch die Wüste. Der Sand ist einfach überall. In euren Schuhen, unter eurer Kleidung, in eurem Mund und euren Augen. Selbst die behelfsmäßigen Stoffe, die ihr euch um den Kopf gewickelt habt, helfen nur bedingt. Ja, wir könnten jetzt theoretisch Urgotod betreten, aber da ich jetzt gerade am Ende der Aufnahmesession bin... Wow, wir haben nur noch 16 Nahrung, okay. Ich hoffe mal, ich kann hier mich mit Nahrung ausstatten. Ich habe das nämlich nicht mehr in Erinnerung so genau. Ja, ziemlich viel, was wir jetzt hinter uns lassen. Da ist sogar noch der Zwergenhändler zu sehen. Na gut. Also, ich schweife ab. Wir speichern. Überspeichern den Spielstand nochmal. Spiel wurde gespeichert. So. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Und dann betreten wir in der nächsten Folge Urgotod. Also, bis dann.